Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth! Ja, gestern gab es leider keine Folge, es tut mir leid, aber Fakt ist, ich hatte 4 weitere Folgen, die ich allesamt scheiße fand. Qualitativ, jetzt nicht unbedingt, weil es ein Gurkenrun war oder so, damit habe ich keine Probleme, aber mir hat irgendwie alles so nicht so ganz gefallen, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig zu erklären, aber manchmal gucke ich mir ein Video von mir an und denke so, boah, nee. Das kannst du nicht bringen. Auch wenn sicher einige von euch die Meinung vertreten, besser ein schlechteres oder ein kürzeres Video als gar keins, aber ich sehe das eben genau andersrum. Man will ja irgendwie was darstellen in gewisser Weise und ja, ich war total unzufrieden. Und da ich im Moment den Luxus habe, dass ich zumindest bei allen anderen Projekten übelst Puffer habe, kann ich das dann schon mal bringen. Dass ich eben nochmal neu mache. In Minecraft habe ich es ja nicht gemacht damals, aber da ist es schlicht so, dass dann eben eine große Lücke wäre. Das blöde Spiel speichert ja immer automatisch. Und da wäre es dann schon etwas blöd, wenn irgendwelche Passagen komplett weg wären. Von daher habe ich es da einfach mal gelassen. So, wir spielen einen anderen Helden, wie euch sicherlich aufgefallen sein dürfte. Magdalene heißt sie, glaube ich, oder Madeleine, oder... Alles erwurscht. Ich hatte den Namen sowieso mittlerweile. Ich sag nur Nostradamus. Wenn es soweit ist und ihr die Folge seht, werdet ihr verstehen. Assassin's Creed, natürlich. Davon rede ich. Ganz blöde Geschichte. Aber lassen wir das Thema. Dafür gab es gestern Heroes of the Storm. Was ja eigentlich, ja... Wie es schon landet, Blizzards Antwort ist auf League of Legends, Smite, Dota und wie die ganzen Spiele von diesem Genre alle heißen. Ach ja, ich hatte übrigens was Neues freigespielt und das ist die Ebene. Praktisch ein anderer Keller, wie ihr seht, alles so ein bisschen anders und irgendwie sind die Gegner viel hässlicher als sonst. Die sind normal erst irgendwo später gekommen, also ich finde das gerade nicht so doll. Ah, die Musik ist cool. Naja, auf jeden Fall, Heroes of the Storm ist er noch, muss man sagen, in der Alpha-Phase und geht nächste Woche in die Beta. Das heißt, da werden dann auch eh wieder jede Menge Keys verschickt, wahrscheinlich mehrere hundert oder eher tausend bei der Beta schon. Dann wird es schon mehr Spieler geben und es ist nicht mehr so besonders. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich endlich mal zu einem auserwählten Kreis gehöre. Es sind ja wirklich nicht so arg viele, so wie ich das mitbekommen habe, die einen Alpha-Key haben. Und ich habe einen. Und ja, ich weiß nicht mal, wie lange ich den schon habe. Ich habe es ja bei Heroes of the Storm gesagt. Wahrscheinlich habe ich das Ding sogar schon länger. Und... Was ist das? Oh! Und habe es noch nicht gemerkt, weil ich einfach nicht mehr ins Battle.net reinschaue. Oder reingeschaut habe. Und ein Port in den Itemraum. Voilà. Fliege. Geil. Ja, ist jetzt erstmal... Wow. Sind die denn bescheuert? Immerhin geben sie mir das Herz gleich wieder. Das war jetzt unfair. Weil ich muss euch sagen, die gute Frau hat einen großen Vorteil und einen extremen Nachteil. Großer Vorteil ist, sie ist übelst stabil. Heißt, sie hat am Anfang ja schon 4 Herzen, also 4 Container. Und, was ist hier? Ah ja, gar nichts, cool. Ah, ich glaube, da habe ich... Ach, scheiß drauf. Sie hat auf jeden Fall standardmäßig 4 Herzcontainer. Und, dieses tolle Item, was wiederum ein rotes Herz komplett füllt. Allerdings, anderer großer Nachteil ist sicherlich, sie ist arschlangsam am Anfang und macht keinen Schaden. Also im Vergleich zu, wenn man Eve oder so gewohnt ist, da ist es echt wie Tag und Nacht. Eve ist zwar nicht so stabil, heißt, wenn die mal ein bisschen auf die Schnauze kriegt, kippt die gleich aus den Latschen. Allerdings haut die wenigstens richtig Schaden raus und ist auch viel schneller. Das hat diese werte Dame hier nicht. Die setzt dann wohl eher auf blond und gutes Aussehen, keine Ahnung. Ja, und macht eben keinen Schaden dabei. Toll. HP ab, Alter, wie viel Leben soll ich noch kriegen? Ist ja krank. Das ist richtig krank.
So, aber wo geht's weiter, Freunde? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich da unten, oder? Naja, ich hatte auf jeden Fall schon bei meinen Folgen, die ich dann eben nicht veröffentlicht habe, mit ihr gespielt. Bin allerdings auch nicht sonderlich weit gekommen. Grund war folgender, ich bin bei der Mutter dann verreckt, weil ich irgendwann einfach, ja, so viel Schaden bekommen habe, weil ich die Gegner nicht mehr tot gekriegt habe, weil, ja, wie gesagt, die Dame selber recht wenig Schaden macht. Ich denke mal, ich habe jetzt schon einen besseren Start hingelegt als beim ersten Mal, weil da hatte ich zum Beispiel das Auge nicht, ich hatte viel weniger Leben. Und ja, es haben auch so manch andere Dinge gefehlt. Was ist das? Ach Gott, der Pill Generator. Lock up! Okay, jetzt legen wir es wieder weg. Ich finde das irgendwie nicht so cool. Ups. Den Schlüssel wollte ich jetzt eigentlich noch nicht kaufen, aber gut, sei es drum. Dann haben wir da vorerst keine Probleme mehr. Vor allem dann nicht, wenn dann diese komischen Truhen kommen. Oh, nee. Wenn diese komischen Truhen kommen, die vorne noch ein Schloss dran haben. Da brauchst du dann immer zwei Probetruhe. Weil das Schloss ja erstmal weg muss. Oh, ich hasse den Gegner, ne? Aua. Aber eigentlich geht der. Man muss nur dann in der zweiten Phase aufpassen. Nämlich jetzt. Weil der nämlich das hier tut. Aber blöderweise kann man ihn ja nur von vorne angreifen. Aber ich kann mal eine Bombe hinlegen. Ha, Trottel. Ja, was sagst du jetzt? Aua, okay. Das ist seine Antwort, verstehe. Aber er scheint wahllos zu lasern, also auch wenn ich mal nicht vor ihm direkt stehe. Dafür schießt er dann. Und er nimmt Schaden durchs Auge. Haha. So, jetzt können wir ihm mal kurz folgen, weil ein bisschen Cooldown hat das ja auch. Na, mach nur. Okay. Oh, er ist tot. Das wusste ich. Wow, Shot Speed Up und Damage Up. Nein, Teufelsraum verpasst. Naja, was soll's. Ich hab's ja gesagt. Hin und wieder sind das extreme Vorteile, aber es ist halt auch immer ein Risiko, wenn man so viel Leben opfert. Wobei ich es bei ihr jetzt wirklich hätte machen können, weil die hat ja so unfassbar viel. Das habe ich jetzt erst gesehen, als ich runtergesprungen bin. Das ärgert mich gerade. Man hätte zumindest mal gucken können. Manchmal kann man auch einfach nur diese schwarzen Herzen aufsammeln, die da irgendwie noch drin sind. Nein. Lass mich in Ruhe. Dreckiger Pupswurm. Komm schon. Juhu. Alles klar. Also ich muss sagen, ich habe schon verdammt viel Leben. Wenn ich jetzt noch ein oder zwei Damage-Buffs bekomme, dann dürfte ich wirklich schon die Stärke von Eve fast erreicht haben. Also wirklich unfassbar stark, kann man fast sagen. Itemraum mit Brett dran. Den lassen wir erstmal noch zu. Machen wir lieber die Kiste auf. What? Das hatte ich jetzt auch noch nie, dass da in diesen Dingern nochmal eine goldene Kiste spawnt. Soll mir recht sein. Und der Raum hat scheinbar auch keine wirkliche Daseinsberechtigung, außer das hier, aber da will ich jetzt natürlich nicht drüber. Oh, Stats up, oh yeah. Wir werden ultra stark. Alter, habt ihr das gesehen? Ich dachte, ich krieg mindestens zwei Treffer oder so. Wollte schon wieder Nein sagen. Aber dadurch, dass sie jetzt so krassen Schaden fährt, scheint es nicht so viel auszumachen. Guckt euch das an! Alter! So viel zum Thema, die kann nichts, die Alte. Also mit den richtigen Items geht die ja mal richtig ab. Junge! Oje, oje, oje. Explosiver Durchfall, nicht so gut. Und wenn ich jetzt zurück in den Raum komme, dann geht's erst wieder los. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen. Und hoffen, dass nicht direkt an der Tür eins liegt. Ein Bömpchen. Hier gibt's sogar zwei Shops. Alter. Kannst du aber übertreiben. So viele Münzen habe ich jetzt auch nicht. Na. Glück gehabt. Boah. Ja, ich wollte die gleich entschärfen. Kein Risiko. Echt jetzt, wir sind hier reingegangen, um festzustellen,
dass wir uns hier einen Schlüssel kaufen können. Toll. Was war das nochmal? Treasure Map! Okay. Bringt uns das noch irgendwas jetzt? Na, immerhin weiß ich gleich, wo der Boss ist. Oh, Challenge-Raum. Yay. Yeah. Auf geht's. Was nehmen wir? Die goldene Mitte? Oh, scheiß Idee. Okay, ich wurde einmal getroffen. Schade. Ich dachte, ich schaff's vielleicht mal eine längere Zeit ohne... Alter. Hätte ich fast den zweiten Treffer kassiert. Ist halt immer schade bei den blauen Herzen. Die sind ja dann weg, wenn sie einmal leer sind. Was wollt ihr denn jetzt, hä? Ach, mich treffen. Scheiße. Ich verliere gerade alle blauen Herzen. Mann, bin ich doof. Was soll's? Toll. Eine Kiste, die zwei Spinnen spawnt. Übelst nützlich. Nicht. Na, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Drecksbombe. Tja, was machen wir jetzt? Gut, Münzen haben wir eh keine mehr, von daher auf zum Boss. Megamor! Oh je, der frisst ja übel Schaden. Darf nur nicht zu übermütig werden. Oh, das Auge blockt teilweise dieses komische, diese Flammenkranz-Dinger ab. Das finde ich ja sehr cool. Autsch, nicht aufgepasst, fuck you. Fuck, 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 fuck. Nein. Komm schon. Aha. Ah. Was ist das denn? Ein Engelsraum? Und Mutters Unterwäsche. Oh yeah, sexy. Da war ich ja noch nie. Was ist das? Cool. You feel blessed. Ja, Engelchen, machst du auch irgendwas oder bist du nur da und siehst gut aus? Das scheint das Gegenteil des Teufelsraums zu sein. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich bewusst in den Engelsraum rein bin. Ich meine, ich war schon mal... Curse of the Unknown. Warum habe ich jetzt den Fluch des Ungewissen? Kann mir das einer erklären und was kann der? Scheinbar ist ja diese Map jetzt auch komplett aufgedeckt. Aber ohne irgendwelche... Also ich sehe zwar, wo die Wege sind, aber nicht, was drin ist. Boah, das war knapp. Warte mal, ich weiß nicht... Ich sehe nicht mal, wie viele Herzen ich habe. Was ist das denn für ein Scheiß? Wer denkt sich so einen Dreck aus? Komm schon, kann ich den Schlüssel nicht auch noch irgendwie anziehen? Ich habe doch so einen halben Magneten. Scheint die Reichweite nicht zu reichen. Nö, dann lassen wir das. Ah! Oh, da ist auch einer, der ist nur schwarz. Das schwarze Schaf sozusagen. Der schwarze Peter. Wer weiß, vielleicht heißt er gar nicht Peter. Was wäre dann? Dann wäre meine Theorie für den Arsch. Oh ja, Bomben haben wir genug. Ups. Scheiße, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Nur erst die Karte holen. Naja, dann halt nicht. Wer braucht schon Items, die einem helfen und das Spiel leicht, leichter machen? The Cheerio! May nothing stand before you. Ich habe immer noch keinen Plan, was das heißt. Also... Ja, was es heißt, ja, aber was bringt mir dieses Item? Ich muss mir echt mal ein paar Guides durchlesen, also... Kann nicht angehen, dass ich immer noch nicht weiß, was welches Item kann. Aber... Es geht! Guckt mich an! Ich schaffe es erfolgreich, Spiele ohne jeglichen Plan zu spielen und ich habe sogar teilweise Erfolg darin. Aber nur teilweise! Scheiße! Scheiße, Mann! Wie viele Treffer habe ich jetzt kassiert? 1, 2, 3 oder mehr? Keine Ahnung. Ich hoffe, es waren nicht allzu viele. Ich sehe es ja nicht, verdammte Scheiße.
Ich hoffe, dass das wirklich nur diese eine Ebene jetzt so ist. Alter, jetzt mach halt mal alles Schrott. Oh. Was das? Mongo! Mongo, Baby! Jawohl, mein geliebter Mongo! Verrückter Mongo! Ey, Junge! New Kid? Okay, ich höre auf damit. Wo geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Ah. Das Problem ist halt, wenn alles aufgedeckt ist und dir nicht gezeigt wird, was? Du weißt ja gar nicht mehr, wo du schon warst. Also ich kann es mir zumindest nie merken. Okay, ich habe offensichtlich kein blaues Herz mehr. Sonst hätte ich nicht dieses rote aufnehmen können, dieses halbe. Alter, Furzer, ey. Ich hasse die Pupswürmer. Die sind so vulgär, so derb. Lay waste to all that oppose you. Oh, das ist der Ultra... Aua. Ah, das war tot. Okay, ich wollte es dann mal testen. Allerdings leichte Itemverschwendung jetzt mit diesem Cheerio. Dumm gelaufen. Was ist hier? Blaues Herz nehme ich mit. Feuer machen wir aus. Okay, ich kann mich scheinbar auch heilen. Hätte ich mal schon längst machen können vielleicht, aber okay. Dann halt nicht. Trotzdem bitter, wenn man keine Ahnung hat, wie viel Herzen man noch hat. Ich hoffe halt echt, dass es irgendwann mal weggeht. Nein, nein. 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 Ja. Oh, noch ein blaues. Mega Fetti. Oh yeah. Mega Fetti. Erinnert mich an so einen Sumo-Ringer, der wohl irgendwie, ja, komisch aussieht und Blähungen hat. Oh nee, das ist der Kotzende. Das habe ich ganz vergessen, dass er kotzt. Voll eklig, ey. Guckt das mal an, ey. Der reiert hier, was er kann. Wie kann er dann so fett werden, wenn er alles rauskotzt? Was? Catacombs? Ja, nein! Also irgendwann kotze ich einfach nur noch, ja? Mich jedes Mal verpenne, das Item zu sammeln und aus Versehen da reinspringe. Okay, ich werde es dann trotzdem für heute mal gut sein lassen. Der Run scheint ja eigentlich ganz nett zu sein. Ich gehe mal auf die Seite, nicht, dass mich das irgendwie trifft oder mir Schaden macht. Mich nervt es gerade, dass ich das Item vergessen habe, weil oder übersehen habe, nicht genommen habe, keine Ahnung. Irgendeine doofe Reaktion, ein Reflex. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist, aber es passiert mir gerade ständig. Scheinbar ist es jetzt doch ziemlich schnell und ich komme damit nicht klar oder sonst was. Auf jeden Fall, wir haben jetzt noch 3 Level vor uns und den Endboss und vielleicht schafft was er sogar. Guckt mich an, was soll schief gehen? Gut, wir hatten schon öfter gute Situationen und dann war es nichts. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, Freunde. Würde mich über Kommentare freuen und wenn ihr natürlich weiter dabei seid, zum Beispiel morgen. Bis dann, ciao Leute.